Alter, aber dass ihr sich doch nicht betroffen fühlt, wenn ihr einen Witz über Schwule macht. Ihr macht doch einen Witz über Kranke auch. Und da gibt es mehr wie Schwule. Das ist gerade unzunder, auch den, den wir jetzt haben, da, die ausschaut, wie wenn er sich sein Crystal Meth in der Garage selber kocht. Der sagt mir, was ich. Wisst ihr, was ich mache? Ich weiß, der ist noch nicht einmal Bankkaufmann. Der war ein Schulabbrecher. Der hat die gemacht, in Reigerhall. Und hat die Zeugnisvergabe verpennt, weil er so besoffen war. Wisst ihr, was ich meine? Das ist albern geworden, das ist ein albernes Kasperltheater, dass ich hinschauen muss, W, M und D. Was heißt denn D? Deppert? Oder Dodschen, wir suchen einen Dodschen. Weiblich, männlich oder Dodscher. Und dann stehe ich in einem Telekom-Laden. Ich stehe in einem Telekom-Laden. Weil ich mir irgendeinen Kartenkäfer haben müssen, dass ich angerufen werden kann und dass ich ihn angerufen muss. Ich muss irgendwas da drauf sagen. Irgendwie habe ich es verstanden und ich habe so lange nicht telefoniert, dass sie es irgendwie eingestellt haben. Dann gehe ich in den Telekom-Laden und ich sehe schon zwei vor mir, die warten, bis dran kommen, während dem ein einzige in den Telekom-Laden am 84-Jährigen versucht zu erklären, wie er ein iPhone funktioniert. Ein 84-Jährigen. Weißt du, der gerade von der halben hinten runter ist, weil der Sohn immer versorgt hat, und sagt, da muss ich ins Tal runter. Und dann hat er so einen kleinen Telekom-Lohn rein, damit ich in Verbindung bin mit der westlichen Welt. Die hat ihm versucht, die erklärt, ich weiß nicht, ich hab's nicht, ja, wenn sie da drauf drücken, dann löschen sie diese Nachricht wieder. Ja, aber wenn ich sie nicht löschen will, ja, dann drücken sie nicht drauf. Weißt du, so hat die mit dem Gerät, was der war als 84, der verdammte Mann. Der hat die 40 Jahre nicht mehr onaniert, wie soll sich der mit dem Handy ausgehen? Weißt du, so denke ich mir ja nicht, da steht vor mir noch einer und ich stehe da. Und dann, Kim, das tut mir so leid, dass er gerade so einer war. Ein Schwarzafrikaner, einer, der geht da vier, zu der er hier sagt, ich brauche eine Handyhülle. Und ich bin wirklich kein Rassist oder kein Negerhasser oder Afrika-Bescheißer oder was weiß ich was. Verstehst du? Nicht mehr, nicht weniger wie alle anderen Deutschen. Verstehst du? Irgendwie so. Aber ich hab nicht gesagt, ich brauche eine Handyhülle. Ich brauche eine Handyhülle. Und die Lady da vorne hat während dem 84-Jährigen gesagt, Moment einmal bitte, hast du dem gesagt, einen kleinen Moment, ich brauche nur eine Handyhülle. Dann habe ich mir erlaubt, zu dem hinzugehen und habe gesagt, hey, gib mir mal deine Hand. Dann habe ich so geschaut, also, was? Dann, gib mir mal deine Hand, ich zeige dir was, gib mir mal deine Hand. Dann hat er mir so ganz vorsichtig, dann habe ich seinen Finger genommen. Weißt du, wie früher, wo der Vater am Finger... dann hat er meinen Finger genommen und dann bin ich mit ihm hinter mich gegangen praktisch. Wo ich gestanden bin, bin ich nur stehen und habe gesagt, da musst du dich herstellen. Ich brauche eine Handyhülle. Ich auch. Ich brauche auch nur eine Handyhülle und warte schon seit 40 Minuten auf meine Handyhülle. Sag ich, du bist nach mir gekommen. Das ist bei uns so. Habe ich gesagt. Dann sagt er zu mir, machst du keine Afrikaner? Sagt er zu mir. Sag ich, machst du keine Afrikaner? Sagt er zu mir. Sag ich, doch. Ich mag Afrikaner total gerne, aber ich mag Arschlöcher nicht. Und dann war er wieder.